Das war jetzt ja auch nicht ganz so optimal gelaufen. Aber soll mir recht sein. Wir wollten sie ja bloß antesten. Hier gibt es keine Muni, das ist ja ärgerlich. Ach, ich habe doch noch. Wieso habe ich noch Muni? Stand nicht gerade da 0, 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 0. Hm, na gut. So. Deine Zeit als Gesetzeshüter ist vorbei. Ich hätte ja gern mal gewusst, wie viel wir insgesamt verdient haben. Hey, 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 hey! Ganz gechillt bleiben, Mann! So. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal unseren Fahndungslevel wieder senken. Und anschließend gucken wir mal, ob endlich ein Feuerwehrwagen da ist. Ansonsten gibt es noch die Krankenwagen. Mal gucken. So, hier lang, so schön. Ums Eck geschlittert. Quietsch, 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 quietsch. Und hinüber zu der Hütte, die wir wahrscheinlich niemals kaufen werden, weil ich keinen Bock habe, $14.000 auszugeben. Aber immerhin gibt's da einen Fahndungslevel, Senkungsstern, Dingens, whatever. Aber ist schon geil mit drei Garagen, die auch ziemlich geräumig aussehen. Da kann man schon mal ja sagen, ne? Ach kommt, wir sacken uns gleich mal hier den ein. Gehen aber erstmal gucken, ob der Feuerwehrwagen da ist. Ach cool, unser Leben wurde gerade wieder aufgefüllt auf 100. Das wusste ich gar nicht, das ist ja praktisch. Das muss ich mir merken. So, ja, der Feuerwehrwagen ist da. Dann schauen wir mal. Können wir hier gleich durchbrettern? Nein, natürlich nicht. Weg da, weg da, weg da. So, jetzt bin ich gespannt. Wie ein Flitzebogen wird das Spiel, wird das Spiel abkacken oder wird es am Leben bleiben? Spannung, Spannung, Spannung. Und es bleibt. Wunderbar. Ach, wie süß. Gut, los geht's. Feuerwehrmann, brennendes Fahrzeug in der Gegend von Little Haiti gemeldet. Lösche den Brand. Nachdem du verhaftet wurdest. Ich hasse die Polizei. Und natürlich ist jetzt kein Feuerwehrwagen mehr da. Ich könnte brechen. Mann, 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 Mann. Diese Typen, die gehen einem echt auf die Kekse. Auf den Keks, auf die Eier, auf den Sack, was auch immer, egal. Wir springen mal lustig durch die Gegend, so seitlich, und klatschen gegen die Wand. War zu erwarten. Und natürlich aufs Dach. Was sonst? Das hatten wir schon lange nicht mehr. Dann nehmen wir hier die Kiste, die wir irgendwann mal von der Filmmission noch haben liegen lassen. Um hier rüber zu fahren, um die Ecke. So. Dann eben der Krankenwagen. Soll mir recht sein. Sanitäter, fahre die Patienten vorsichtig in die Klinik. Jede Erschütterung kann ihnen die Gedärme rausreißen oder so. Ich hab's nicht mehr gelesen. Hä? Ja, geht's noch? Können die sich nicht wenigstens hier vorne auf der Straße verletzen? Das ist ja... Also wirklich. Komm, steig ein. Tütenlady. Ja, vorne, genau. Vorne. Da steige ich auch immer ein, wenn ich verletzt bin. Aber gut. Normalerweise wird man auch nicht von irgendeinem Mafioso abgeholt, ne? So, ab ins Krankenhaus mit dir. Zacki. Raus. Höhe, mehrere gleichzeitig? Das geht aber gleich knackig los, wa? So, nach oben, also hier oben auf der Brücke. Gut. Komm, steig ein. Hinten, artig. Hinfort. Ach, okay, jetzt können wir uns aussuchen, ob wir die erst abliefern oder ob wir den zweiten erst noch einsacken. Aber da es sowieso auf dem Weg liegt, das Krankenhaus, liefern wir die gute Dame erstmal ab, würde ich denken. Das bietet sich dann gleich an und die andere ist schon wieder da hinten, das ist doch... Also können die sich nicht zeitgleich verletzen hier? Das ist ja nervig.
So. Weg, weg. Da verursachen wir gleich noch neue Verletzte, damit wir dann gleich wieder was zu tun haben hier hinten. Komm rein! Ja, auch wieder von, genau. 32 Sekunden drauf. Also die Zeit ist hier schon ein bisschen knapper bemessen, aber ich glaube auch, das ist jetzt nicht so der Riesenhit. Aussteigen, los. Jetzt schon drei Leute. Also, das Knackige an den Missionen scheint dann wohl zu sein, dass man dann ganz schnell ganz viele Aufträge gleichzeitig hat, die man erfüllen muss. Und da muss man das dann logistisch wahrscheinlich schon ganz intelligent lösen, um dann... Was ist denn das? Könnt ihr nicht mal auf der Straße hier halb verrecken? Das ist doch nervig. Da muss man dann wahrscheinlich schon intelligent rangehen an die Sache und das logistisch etwas günstiger lösen. Damit man dann... Ja, steig endlich ein. Damit man dann nicht zu viel Zeit verschwendet, indem man sinnlos herumfährt, wie ich jetzt, weil ich den einen Typen dort habe stehen lassen. Aber ist mir gerade scheißegal. Weg da. Quietsch, quietsch, quietsch. Ach, wir haben noch. Natürlich. So. Hinein, gute Dame. Oh, Verzeihung. Hinein, gute Dame. Jetzt aber. Ja. Fein. Mach noch die Tür zu. Genau. Plus 50. Ja, gut. Okay. Hey. Das war gemein. Ich muss doch vorsichtig fahren. Das könnt ihr doch nicht machen mit mir. Ja, also Zeit reicht. Zeit reicht locker. Das ist nicht das Problem jetzt, glaube ich. So, hier rum. Und dann jetzt hier rum. Ich glaube, von hier kommen wir besser ran als von der anderen Ecke aus. Dann machen wir gleich mal so rum. Hallo? Wo zur Hölle? Ja, geht's noch? Auf dem Gebäude drauf oder was? Ihr habt doch ein Rad ab. Ihr habt doch echt einen Klatscher. Na super. Komm, 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 komm. Ja, das ist natürlich wahnsinnig realistisch, dass der Krankenwagen bis hier hochgetuckert kommt. Ja, wo bist du denn jetzt hier? Willst du mich verarschen? Müssen wir ja auch noch. Klappt es dann jetzt? Endlich? Ich sehe überhaupt nichts. Ach komm, leck mich doch. Komm, da haben wir drei Menschen gerettet und das reicht mir dann auch. Muss so passen. Also das ist doch echt dämlich hier. So, jetzt haben wir noch. Haben wir noch offen. Oh, hier drüben gibt es einen. Oh, einen Polizeiheli. Ach komm, da springen wir einfach mal. Zur Not kommt ja der Krankenwagen auch aufs Haus drauf. Wie wir gerade gelernt haben. Hübsch, hübsch, hübsch. Ein Polizei-Maverick. Aber ich glaube, mit dem Ding ist es wirklich suboptimal, die Bürgerwehrmissionen anzugehen. Weil der keine... Oder? Nein, der hat keine Waffen irgendwie. Oh. Das war jetzt nicht geplant. Also er hat keine Waffen und damit... Soll man dann, muss man dann immer aussteigen, wenn man da jemanden platt machen will. So, und hier unten ist immer noch kein Feuerwehrwagen da. Da würde ich sagen, scheiß mir drauf. Also, wir haben ja gesehen, das Ding hat da seinen Rotzschlauch, seinen alten Lümmel, mit dem wir dann rumrotzen können. Und mit dem Ding müssen wir dann Brände löschen. Das muss auch reichen als Erklärung und Erfahrung dazu. Denn ich habe jetzt keinen Bock, hier ewig lang immer wieder hinzukutschen, bis dann endlich mal ein Feuerwehrwagen da ist. Das ist doch bescheuert. So, aber wir sacken jetzt nochmal fix hier das Geld ein. Aber ich glaube, bis wir die Kohle für die Druckerei zusammen haben, dauert das noch ewig. Ja, sehr erfolgreich. Gut, dass die Kiste... Oh. Ja, das ist äußerst vertrauenserweckend. Ja, geht's noch. Das speichern wir hier gleich mal.
Also die Rauchschwaden, die Nebelschwaden, die hier rauskommen schon, die sind äußerst vertrauenserweckend und es ist jetzt auch richtig schlau, hier wieder einzusteigen, wenn die Typen auf uns schießen. Ja, leck mich doch. Könntest du weiterhin, ja, schön. Ich danke. Also die Haitianer, die haben echt einander Waffel hier. So. Klick, klack. Klick, klack. Dann wollen wir mal weiter und müssen jetzt leider per Vehikel da hinkommen. Also per Auto. Zack. Anders wäre es natürlich weitaus bequemer gewesen, wenn wir jetzt hier mit dem Hubschrauber, mit dem kleinen Hubi da durch die Gegend getuckert werden. Aber muss halt so sein. Also jetzt erstmal ab zur Tittenfabrik hier, zur Eisfabrik mit den lustigen Sahnetitten drauf. Und dann weiter über the City Estate zum Malibu Club. Wahnsinnig spannend, oder? Ja. Ich habe die Mucke übrigens wieder ein bisschen leiser gedreht, weil ich glaube, die war dann doch etwas laut und hat mich dann teilweise überdeckt, aber egal. So, her mit der Knete. Rein ins Taxi und... Nein, da unten müssen wir noch nicht lang. Die haben wir noch nicht gekauft, da die Werft. Hier geht's weiter. Aber vielleicht können wir hier wieder auf den Helium satteln. Das wäre ja eigentlich mal eine ganz gute Maßnahme. Diese Autofahrer in Vice City. Manchmal könnte man sie links und rechts. So, rein hier in die gute Stube. Was rennen denn hier für Leute rum? Runter von meinem Grundstück, würde ich sagen. So, her mit dem Geld. Dankeschön. Und gleich mit dem Wagen in die Villa rein. So macht man das doch als Millionär. Huch, warum stand ich denn jetzt andersrum? So macht man das als verantwortungsvoller Hausbesitzer. Man fährt gleich mit der Karre durch die Tür auf den guten bordeaux-roten Teppich, den es dadurch überhaupt nicht versaut. Und versucht natürlich auch gleich mal, wenn wir schon hier oben sind, dann direkt ins Treppenhaus zu kommen. Moment mal, meine Maus spinnt irgendwie. Jetzt geht's wieder. Ja, irgendwie sind wir jetzt hier aber falsch rum. Ja, so rum ist besser. Rein in den Gang und ich glaube, jetzt um die Ecke kommen wir nicht, oder? Doch, wir quetschen uns rum. Und hier? Komm, 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 komm. Nee, ich glaube, hier ist vorbei. Hier ist Ende Gelände für unser Taxi. Also die Kaufmann-Caps, die kommen überall hin. Aber nicht um diese Ecke. Shit. Ja, dann zurücksetzen, wa? Gut. Ich bin ja übrigens äußerst froh, dass wir schon ganz lange nicht mehr mit Lance zusammenarbeiten mussten, denn der Typ ging mir so auf die Nerven. Das ging ja überhaupt nicht. So, zacki, das alles mit. Dann sind wir bestens gerüstet, falls uns wieder irgendjemand blöd kommt, wenn wir hier einfach nur unsere wohlverdiente Knete einsammeln wollen. Und der Heli ist da, wunderbar. Das ist erste Sonne. Auf zum Helikopter. Ich freue mich so sehr. Und hinein in die gute Stube. Und weiter geht's. Tucker, tucker, tucker. Hinüber. So, auf dem Weg betrachten wir nochmal unser tolles Werk hier. Das Bürogebäude, das ja jetzt etwas deformiert ist, aber nur so ganz geringfügig, nachdem wir mit unseren Spielzeugen da drin gearbeitet haben. Das tut uns natürlich wahnsinnig leid. Das hier drüben, wo Avery immer rauskam, sieht aber auch nicht viel besser aus, ne? Also das ist eigentlich noch, naja. Aber immerhin hat es keine Deformierungen durch irgendwelche Explosionen. Auf den Trick ist also noch keiner außer ihm gekommen. Könntest du dann mal landen? Dankeschön. So.